Ich habe immer wieder so meine Probleme mit Easy-Messern. Aber jetzt habe ich dieses Böker Rolled SK5 gesehen. Ich habe es bestellt und habe es in der Hand und möchte jetzt gemeinsam mit dir testen, was dieses Messer kann. Willst du es wissen? Ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Problemscoach. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses schöne Stück von der Firma Böker. Und warum habe ich mir das überhaupt herbestellt? Und zwar, vielleicht kennst du mich schon und hast schon einmal das Video gesehen. Ich gebe auf jeden Fall oben den Link, wo ich mit Easy-Messern irgendwie so sage, ich habe eine Hassliebe dazu. Ich kann nicht so richtig. Und das ist noch immer so. Und dieses Messer hier erinnert doch irgendwie an, ja, Easy-Messer. Und jetzt will ich sozusagen einen Ersatz für mich finden, mit dem ich vielleicht glücklich werden kann. Wir werden sehen. Das Messer ist jungfräulich, wie man so schön sagt. Also ich habe das jetzt frisch ausgepackt. Es wird hier so eine Nylonscheide mitgeliefert, die wir uns dann noch später anschauen. Die hat einige Funktionen. Dann Mikata-Griff. Ja, das ist angenehm, wie ich meine. Hat mir gleich von Anfang an gut gefallen. Der Griff ist hier etwas wuchtiger. Das heißt, es liegt schön in der Hand. Du hast das Gefühl, dass du in der Mitte der Hand so einen Griff hast, eine Kugel hast. Das ist cool. Hier hinten ist es auch noch einmal verstärkt, damit man schön arbeiten kann, werden wir alles tun. Dann beim Griff sind hier zwei Ausnehmungen. Ich glaube einerseits, damit man mal den Fangriemen anbringen kann, den wir sicher brauchen werden. Ich weiß das jetzt schon, wir werden dann arbeiten damit, also gib ein bisschen Geduld. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man diesen Fangriemen hier umbauen könnte. Ja, und dann hier so einbaut und dann hast du das Messer sozusagen fix in der Hand, ja, wenn du wirklich permanent 2 Stunden durchhacken musst. Gut, dann hier, also mich nervt sowas immer, ja, das muss ich wirklich dazu sagen, mich nervt sowas immer und naja, ist halt einfach so, ja. Dieses, ich glaube Champing heißt es, ja, das nervt, wobei es ist jetzt nicht so rau oder so unangenehm, dass gleich die Hände abfallen, aber ich würde es weglassen. Dann diese Ausnehmung hier, um das Messer vorgreifen zu können, damit man feine Arbeiten machen kann. Wir werden es ausprobieren, es wird sicher funktionieren, aber ich persönlich halte das ohnehin für unnotwendig. Aber das ist halt nur meine persönliche Meinung, denn diese Fehlschärfe, die wir da haben, da hätte ich ein bisschen mehr Klinge und Power Cut mache ich mir damit kaputt. Und feine Arbeiten kann man, wenn man die Klinge bis hierher zieht, auch gut durchführen. Gut, jetzt habe ich ein bisschen gesudert. So, dann dünn, relativ schlank. Das gefällt mir irrsinnig gut, das wird super funktionieren, ich weiß das jetzt schon. Diese Beschichtung hier, die ist so pulverbeschichtet. Ich wette, meinen Bart und meinen Bauch. Kommt drauf an, was du haben willst. Wahrscheinlich willst du gar nichts von beiden, aber egal, dass das relativ rasch abgeht. Ja, also mich würde das wundern, wenn das nicht so wäre. Aber das werden wir auch gleich sehen. Und jetzt halte ich das Maul und wir arbeiten was. Ja, dann mache ich gleich einmal meine ersten Tests. Hakomat. Sehr gut. Gefällt mir irrsinnig gut. Da gibt es einmal kein Problem. Vibriert leicht. Weiß noch nicht. Na, so jetzt nicht. Wenn ich mit der ganzen Hand ab und drauf hack, dann vibriert es ein bisschen. Aber hier hinten nicht. Das passt einmal ganz gut. So, dann wollen wir den Hacktest machen und wie ich vermutet habe, das Ding beißt irrsinnig gut. Ja. Schlank, 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 schlank. Also nicht ich meine nicht mich, sondern ich meine das Messer. Der Klingen, weil die Klinge eben so dünn ist, hat die einen irrsinnigen Zug. Ha, das macht richtig Spaß. Also das ist sehr, sehr nett. Hohoho, Alter. Gut, aber jetzt sieht man gleich einmal, ja, also das, jo, genau. Also das durch diese Pulverbeschichtung, wenn du sagst, mein Messer darf eh ausschauen wie Sau, weil das Grip-Charakter, so wie ich das meine, dann ist es egal. Aber wenn du sagst, das muss pipi-fein bleiben und da ist jetzt ein Brösel drauf, also das kriegst du sicher nicht so einfach runter, außer du arbeitest mit einer Zahnbürste. Und naja, gut, wie auch immer. Dann wollen wir gleich einmal ein bisschen Schnitzo machen. Also ein paar ja, das ist super. Also das ist echt toll. Also bis jetzt finde ich es genial. Ja, also ich finde das wirklich sehr nett, das Ergebnis. Da arbeiten wir gleich weiter. Auf Instagram wurde mir die Frage gestellt, du Reini, das mit diesen Feathersticks, das du da immer machst und diese Locken, die du da machst, das ist irgendwie,
ja, du bist halt so ein richtiger Bushcrafter, aber mit Survival hat das nichts zu tun, weil weißt du, in einer echten Überlebenssituation, wenn ich ein Feuer brauche und dann da so Locken machen muss, da habe ich ja gar nicht die Zeit dazu. Das ist grundsätzlich alles richtig, aber dann stelle ich die Frage, hast du Zunder mit dabei? Nein, den mache ich mir direkt aus der Natur. Mhm. Und warst du schon einmal draußen im Wald, wo es so richtig schön nass war alles? Nein, da bleibe ich daheim, weil da möchte ich Fortnite spielen und Minecraft. Aha, okay, ja. Na gut, das heißt, du hast das noch nicht draußen gemacht. Nein, aber ich stelle mir das so vor, dass das nicht so einfach ist mit diesen Locken, die du da machst. Wie gesagt, ich habe auch einmal auf YouTube jemanden gesehen, der gesagt hat, dass das überhaupt eine ganz blöde Idee ist, weil so, das ist viel zu viel Zeit. Schau mal, wie lange du da jetzt herumschnitzt rein, das kann nichts werden. Mit dem Messer kann das auf jeden Fall was werden, wie wir jetzt erstens einmal sehen und zweitens gleich einmal eins dazu. Das mit den Locken, das mache ich nicht, weil ich sage, oh, ist so super, ja, weil ich nichts anderes zu tun habe, sondern das ist eine ganz wichtige Technik, die man drauf haben muss. Ich meine wirklich muss als Bushcrafter logischerweise, aber auch als Survival-Technik, weil es gibt manchmal Situationen, wo ich genau das Zeug brauche und wenn ich dann erst anfange, mal schauen, wie geht denn das überhaupt? Dann ist es schwer und das wird nicht funktionieren. Aber jetzt schauen wir, ob man auch den Feuerstall bedienen kann. Yeah. Ich meine, ja, ich gebe es zu. Ich war jetzt vielleicht ein bisschen gemein, ja. Aber und Fragen sind ja auch immer wieder absolut in Ordnung. Aber da muss ich halt dazu sagen, das hat schon seine Berechtigung. Und ja, man kann das ja eh sehen, wie man will, aber so sehe es halt ich. Also Feuerstall bedienen mit dem Ding hier. Da kannst du lang drauf warten, das funktioniert nicht. Obwohl der Klingenrücken eigentlich irgendwie ein bisschen scharf wäre. Ich glaube, es liegt an der Beschichtung, dass es dann doch nicht scharf genug ist, also ist er scharf. So, es ist so wie bei Easy. Und dann sagen die Easy-Leute, ja, unser Messer ist so geil gemacht, dass man sogar mit der Klinge kann man das machen. Ja, das kann ich mit jedem Messer mit der Klinge machen. Das ist die Frage, ob ich das wirklich will. Also das ist ein Negativpunkt, genauso wie bei Easy. Aber das ist halt einmal so. Aber der gelernte Bushcrafter Survivalist hat sowieso einen Schaber auch noch mit dabei und kann dann damit arbeiten. Aber es ist halt nicht so cool, wie wenn man mit dem Messer komplett runterfährt. Eieieiei. Also ein kleines Zwischenfazit. Das hier ist ein richtiges Hackteil. Wir werden noch mehr dazu machen. Und man kann extrem gut, ja, damit schnitzen. Also das jetzt mit den Feathersticks, was du gesehen hast, das ist wirklich super. Es ist sauscharf, es beißt sich richtig rein. Da bin ich richtig verliebt in das Messer, so ein bisschen, ja. Das mit dem da, das ist mir eigentlich vollkommen egal, aber das soll so sein. Dass der Feuerstahl, die Feuerstahlbedienung nicht geht, das macht mich doch ein bisschen traurig. Das macht mich traurig. Aber ja, jetzt will man betonen. Oh, Buchenscheid, Buchenscheid. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Betonen nicht so einfach sein wird. Warum? Weil die Klingen nicht platt ist. Aber es wird sicher besser sein als links. Sakra Haxen! Naja, so schlecht geht das gar nicht. So, dann klopfen wir da vorne auch einmal drauf. Ja. Das mit dem Griffklopfen, weil ich das jetzt schon einige Mal herzeigt habe, aufpassen. Ja? Also das kann ins Griffauge gehen sozusagen. Nämlich, dass du den Griff dadurch kaputt machst. Aber oh ja, es geht eigentlich ganz gut. Hey, so schlecht war das jetzt gar nicht einmal. Also, mal positiv. Auch die Frage ist auf Instagram gekommen, ob ich Betoning sinnvoll finde. Ja, ich finde Betoning, zumindest mit so einem Messer, auf jeden Fall sinnvoll. Und auch das gehört zu einer Überlebenstechnik dazu, dass das Messer und du, ja, dass ihr zwei, ihr das Team, das drauf habt. Warum? Aha, schau mal her. Ich rede gleich weiter. Schau mal her, wie es da die Beschichtung runterzieht. Schau mal. Ungustig schaut das aus. Schau mal her. Das da ist diese Beschichtung. Und die hat es da runtergezogen. So schaut das dann nachher aus. Also schaut wirklich ungustig aus. Aber ist mir voll wurscht, weil sonst ist das echt cool. Aber zurück zum Batonieren. Warum? Ich habe vielleicht nur das Messer. Das ist ja die Idee dahinter. Ja? Weil wenn ich eine Axt mit habe, dann ist sowieso alles wieder anders. Ja? Ich habe nur das Messer. Und ich muss wieder Feuer machen bei Regen, da waren wir gerade vorher. Und alles ist arschnass und glaub mir, ich mache das wirklich. Ja. Letzte Woche haben wir Survival-Extrem-Training gehabt und da waren
sehr nette Teilnehmer, wenn einer davon zuschaut, ihr wart voll cool, das war super. Und auf jeden Fall, es hat alles geregnet über Nacht, es war alles nass und ihr musst da Feuer machen. Und ich habe das Feuermachen vorgezeigt. Ja? Ich mache das, also ich, ist jetzt egal, wie ich das konkret mache, aber auf jeden Fall Feuermachen zeige ich dann vor, wie man eine gute Feuerstelle aufmacht. Und es war richtig hart, ja, auch für mich richtig hart, da richtig ein schönes Feuer hinzukriegen, weil alles saunass war. Ja? Und diese Technik hier, gemeinsam mit ein wenig Harz, hat mich überleben lassen, hat mich nicht als ja, der kann ja nichts dastehen lassen. Ja? Genau diese Technik hier ist es. Leider muss ich das Messer jetzt vorne greifen, ja, damit ich das schön machen kann, damit das gut funktioniert. Mir wäre es lieber, das Messer hätte diese Ausnehmung hier nicht und ich könnte ganz ansetzen. Aber das ist nur meine persönliche, reine Rossmann-Diva. Ja, muss ich immer ein bisschen sudern, Meinung, aber das macht gar nichts. Das Messer ist top. Das Messer ist wirklich top. Und schau dir das an. Das ist Musik in meine Augen. Das ist super. Das ist wirklich toll. Das gefällt mir irrsinnig gut. Also auch Betoning und das dazugehörige Nacharbeiten. Das geht gut. Ich werde jetzt gleich mit diesem Messer etwas tun, wofür mich manche auf einem Scheiterhaufen gern sehen würden. Und zwar, ich werde mit diesem Messer diesen lebenden Haselstock hier abhacken. Und da möchte ich zwei Dinge dazu sagen. Liebe Kinder, erstens, ich bin hier auf waldurlaub.at. Wir haben ganz viel Wald hier, ja? Und ich darf das hier machen. Und zweitens, das ist ein Parkplatz, Kinder. Da stehen Autos normalerweise. Und diese Haselstöcke, die wachsen in diesen Parkplatz hinein. Und wenn ich mit meinem Messer nicht komme und da Hacki-Hacki mache, Kinder, dann kommen zu Arbeiter mit so, oh, Segen, ja, und schneiden die Haselstöcke um. Okay? Und zweitens, liebe Kinder, wenn ihr in einer Großstadt wohnt, dann solltet ihr nicht einfach irgendwo was umhacken, klar, weil da gibt es nicht so viel Wald und wahrscheinlich gehört es dir nicht und du hast nicht um eine Erlaubnis gefragt. Aber wenn das einen Sinn macht, das Hacki-Hack mit deinem Messer, dann kannst du es natürlich tun. Puh. Wirklich, alles, was ich gesagt habe, ist genauso. So, Satire vorbei, Wahnsinn. Dieser Haselstock wächst hier hinein in einen Parkplatz, wie schon erwähnt. Und jetzt möchte ich das mit diesem Messer hier austesten. Ich nehme es ganz hinten, ja, ganz hinten. Ja, ja, reg dich nicht so auf. Ich weiß nicht, hörst du das Vogel? Ja, das beschwert sich da jetzt über mich, aber so ist das halt. Aufmerksamkeit ist ganz eine wichtige Überlebensfähigkeit, aber das an einer anderen Stelle. So, und jetzt. Also das geht wirklich, das geht gut. Und jetzt. Einmal noch. Oder zweimal. Oder dreimal. Jetzt muss ich auf die Kamera aufpassen. Ja, genau, das habe ich vermutet. Hat irrsinnig gut funktioniert. So, jetzt können wir gleich weiterarbeiten. Machen wir da auch gleich frei. Das ist also ein richtiges Dickicht. Habe ich noch viel Arbeit heute. Aber ich gebe zu, das werde ich nicht mit dem Messer machen, sondern mit einer Machete, weil es einfacher geht. Habe ich übrigens auch vor kurzem vorgestellt. Ich mache die Quirke wieder oben den Link und den Link in meinen Shop. Die funktioniert auch gut. Schau mal her. Also das ist schon schön, gell? Also... Ja, also macht die Arbeit, die zu tun ist, wirklich top. Das Holz jetzt hier, das ich hier abgehabt habe, werde ich nicht einfach lieblos wegwerfen, sondern ich werde es sammeln und da hinten hinlegen in meinem Saustall. Und dann, wenn irgendwann wieder ein Messertest ist, dann werde ich das wieder mitverarbeiten und werde irgendwelche Schnitztests machen. So, und da kommen wir nämlich gleich zum Schnitztest. Powercut, der ist mir extrem wichtig. Mir halt, vielleicht dir, ne? Ist auch okay. Aber der Powercut, der hat was. Aber ich kann den nicht so durchführen wie immer, weil diese Ausnehmung hier ist. Macht den reine traurig. Aber da könnte man sagen, er braucht den Powercut, wenn man hacken kann. Naja gut, trotzdem. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Spitze machen möchte oder was abmachen möchte, ist der Powercut schon urcool, urcool. Aber das Messer macht alles schön mit. Wirklich, wirklich nett. Ah, gefällt mir gut. Ja, dann wollen wir mal einen Blick auf die Scheide werfen. Nylonscheide. Es ist hier ein Kunststoff eingearbeitet, dass das Messer
hier sich jetzt nicht durcharbeitet durch die Scheide. Muss aber eins gleich dazu sagen, die ist nicht so tolle. Also nicht von der Verarbeitung her, aber ich mag diese Nylonscheiden nicht so gern. Aber das ist nur meine Meinung. Das heißt nicht, dass die schlecht ist. Ich kann jetzt einmal aufs Erste nichts finden, was unangenehm wäre. Hier hinten der Gürtel oder die Befestigungsschlaufe, die gehen sich auch in ein Molle aus. Das ist sehr, sehr nett und sehr, sehr praktisch, dass man es, weil das ist ja auch etwas, was man vielleicht am Rucksack anbringen mag. Ne? Dann hier hinten sind noch einmal so Querschlaufen, wo ich jetzt nicht genau weiß, was da die Idee ist. Ist da die Idee, dass man das höher setzt dann am Gürtel, dass man es dann höher hat? Kann sein, ich weiß es nicht. Hier da vorne sind auch zwei so Laschen, dass man da noch was anbringen kann. Vielleicht irgendein Tech-Pouch oder so irgendwas, das ist okay. Und hier unten ein Schnürdel. Ich gehe davon aus, dass das für das Bein gedacht ist, wenn man das auf der Seite hängen hat. Wobei insgesamt das Messer sehr schlank ist. Wie gesagt, das gesamte Design ist sehr schlank, auch mit dieser Scheide hier. Da bammelt auch nichts. Also ich finde das jetzt grundsätzlich einmal total in Ordnung. Und auch die Scheide, wie gesagt, gut verarbeitet. Ja, was ist noch mein Fazit zu diesem Messer? Also es macht alles, was es tun soll. Das finde ich super. Das mit der Beschichtung, das ist mir vollkommen egal. Die Scheide und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint in Ordnung zu sein, aber ich weiß es noch nicht. Ich muss es auf Langzeit testen. Das ist mal Punkt A. Das werde ich tun. Das Zweite ist, ich habe leider kein Easy. Ja, ich habe leider kein Zier und ich werde mir eins kaufen. Das ist ein Statement. Ja. Für alle, die mich schon länger kennen und sagen und mich auch immer wieder fragen, auf Instagram kriege ich auch immer wieder die Frage, warum magst du Easy-Messer nicht? Warum magst du das Moragazpol nicht? Nicht, weil die Messer schlecht wären. Überhaupt. Das will ich nicht behaupten. Nur mir taugt das einfach halt nicht. Das ist individuell, das ist der Hintergrund dabei. Aber das sind nicht schlecht deswegen. Aber ich werde mir jetzt auch ein Easy besorgen, ein passendes. Und die zwei wirklich einmal nebeneinander länger testen und dann einmal schauen, ob das hier eine Alternative zu diesen Easy-Messern ist. Ja, das war's. Sei so nett, schreib mal einen Kommentar. Hast du dieses Rolled SK5 oder den Vorgänger? Was ist da deine Meinung dazu? Schreib mal einen Kommentar, da würde ich mich freuen. Daumen nach oben oder nach unten, eh ganz klar, so wie immer. Abo da lasst, da geht's den Link in meinen Shop auch zu dem Messer. Andere Videos, hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.